Hallo Liesen, ich bin gerade mit einer Kommilitonin von mir im Wildpark bei uns in Leipzig. Der ist in Konnewitz und ja, gibt es halt so Wildgehege mit ja, so Hirschen und Rehen und Ziegen und sowas. Und wir gehen gerade ein bisschen spazieren und ich dachte, ich vlogge dabei mal ein bisschen. Gestern waren wir am See, weil gestern war echt noch schönes Wetter und abends hat es dann übelst gewittert, also irgendwie die ganze Nacht durch. Und da haben wir gerade noch so das gute Wetter abgepasst sozusagen und wollten dann eigentlich noch irgendwie ins Kino oder Autokino, aber dann hat es halt wie gesagt angefangen zu regnen und zu donnern und so. Da haben wir dann noch Pitch Perfect geguckt, weil den wollte ich unbedingt mal gucken, weil ich irgendwie den Trailer für den zweiten Teil im Kino gesehen hatte. Und ich wusste nie, dass es da so um Musik und Singen und so geht. Ich dachte immer, das ist irgend so ein Action-Gedöns oder so, weil, ich weiß auch nicht, Pitch Perfect, wahrscheinlich hat mich das so an Hitch oder sowas erinnert. Und ja, jetzt haben wir den gestern geguckt und ich fand den eigentlich ganz cool. Wie fandst du den? Ich fand ihn auch gut. Ja, war echt ganz lustig und ich mag immer so Musikfilme und so und das war echt ganz cool. Und ich muss mir dann unbedingt mal noch den zweiten angucken. Das ist echt so mein schöner Film für zwischendurch sozusagen. Aber ich wollte nicht mehr sozusagen sagen, ich vergesse das jedes Mal. Immer sage ich sozusagen, das ist total nervig. Naja, jedenfalls wollte ich noch ein bisschen vloggen, weil ich euch auch noch so gar nicht erzählt habe, wie es so weitergeht bei mir. Ich bin jetzt fertig mit meinem Praktikum quasi und also schon seit Ende Juni. Bin aber noch in Berlin und hatte ja versucht, einen Job zu bekommen und das hat auch geklappt, yay! Also noch keinen festen Job. Ich hatte mich zwar für Volontariate beworben, aber das wäre eh zu zeitintensiv geworden, weil das wäre dann Vollzeit gewesen und ich muss ja auch noch mein Unikram machen und irgendwann mal die Masterarbeit schreiben. Und jetzt habe ich einen Werkstudentenjob bekommen und zwar bei der Wanda. Und darauf gekommen war ich eigentlich, weil ich ja mal mit Miko in dem YouTube Space in Berlin war, also diesem ja, YouTube-Studio quasi, was da aufgemacht hatte. Und da war jemand von der Wanda da, also die macht Videos auf dem der Wanda-Kanal, aber arbeitet auch direkt bei der Wanda. Und wir hatten uns so unterhalten und ich meinte so, ja, gibt es denn nicht mal Werkstudentenjobs? Und dann meinte sie, ja, ich soll immer mal gucken. Und dann hatte ich tatsächlich was gefunden und hatte mich beworben. Und zwar ist das für Social Media, das heißt für die Facebook-Seiten von der Wanda. Also der Wanda hat ja, ich glaube, insgesamt 8 Facebook-Seiten. Und genau, die verwalte ich dann und poste da eben Sachen und erstelle Content und so. Und das geht dann Anfang August los. Und bis dahin habe ich jetzt noch ein bisschen Freizeit sozusagen. Nein, nicht sozusagen, sondern ich sage es einfach. Genau, ich habe noch ein bisschen Freizeit. Und ja, deswegen besucht mich Susanne gerade. Und ich war eine Woche noch im Urlaub jetzt vor 2 Wochen ist es schon wieder her. Da hatte ich bei Instagram auch ein Bild gepostet. Ich war an der Ostsee, so in der Nähe von Warnemünde, also so Kralmüritz dort, die Gegend. Und es war auch eigentlich echt schön, aber das Wetter hat irgendwie nicht so ganz gestimmt. Also ich hatte schon die Woche vorher immer Wetterbericht angeguckt, also auf Wetter kommen und überall, ne? Und überall stand immer, ja, es wird super schönes Wetter und kein Regen und nur Sonne und vielleicht mal hier und da ein Wölkchen, aber sonst top Wetter, ne? Ich nur dünne Sachen eingepackt. Ich hatte erst noch so einen Pullover eingepackt. Und dann dachte ich mir, ach nee, packst du wieder aus, weil brauchst du nicht, wird eh super Wetter. Es spart Gewicht und so. Und dann war es natürlich so, dass das Wetter also nicht total scheiße war. Also wir sind Sonntagabend angekommen, da war es ja noch so super heiß. Das war, wann sind wir denn losgefahren? Irgendwann Mitte Juli war es, glaube ich. Und dann Montag und Dienstag war es noch schön, da waren wir noch am Strand. Montag habe ich mir gleich übelsten Pelz verbrannt, obwohl ich mich eingecremt hatte. Und dann kam Dienstagabend dieses übelste Gewitter und dann war irgendwie gleich ein Temperaturabfall von irgendwie 15 Grad oder so. Also es war dann echt übelst kalt an dem Mittwoch. Also ich glaube, da nur noch 17 Grad oder so von ursprünglich 30 oder wie viel da waren. Also es war echt krass. Und naja, dann haben wir uns halt ein bisschen die Zeit andersweitig vertrieben, waren nicht am Strand. Den einen Tag waren wir dann in der Therme, Sauna und so. Und diese Therme hatte halt auch gleich eine Kegelbahn. Da waren wir dann abends noch kegeln, was auch ganz cool war. Also ich war mit meinem besten Freund und 2 Bekannten von ihm dort sozusagen. Und ja, dann waren wir am nächsten Tag auch noch mal kegeln, haben immer mal dies und das gemacht, haben abends immer Skat gespielt. Ja, mir wurde Skat beigebracht. Ich habe mich am Anfang ziemlich blöde angestellt, aber irgendwann habe ich es dann doch gerafft. Das war auf jeden Fall lustig. Ja, jetzt bin ich noch bei meinen Eltern quasi und fahre dann ja, irgendwann nächste Woche wahrscheinlich zurück nach Berlin. Und dann geht es bei der Wanda los und ich bin echt super gespannt, wie das wird und ich freue mich schon total drauf. Und ja, ich arbeite dann quasi 20 Stunden in der Woche und das ist auch ganz cool, weil dann habe ich halt auch noch Zeit für YouTube und für mein Unikram und das ist halt echt
super. Also weil so ein Vollzeit-Volontariat, das wäre echt mega anstrengend geworden, weil dann hätte ich auch wieder eine 40-Stunden-Woche gehabt und hätte nur das Wochenende und da hätte ich alles reinquetschen müssen. Das heißt, meine Uni-Belege, die ich noch machen muss, meine Masterarbeitsrecherche, YouTube, ich weiß gar nicht, wie ich das da noch hinbekommen hätte. Und naja. Ja, wir haben uns jetzt hier so geilen Kuchen gekauft. Hier in Connewitz gibt es so einen kleinen Spätkauf. Und da gibt es so veganen Kuchen, den backt hier immer jemand, hat mir mal meine Freundin erzählt, wer das macht. Die haben auch irgend so einen, das ist eine Betreiberin, die so einen veganen Mexikaner auch hat. Und die backt auch diesen Kuchen für diesen Spätkauf. Jedenfalls ist der unglaublich lecker. Also immer wenn ich hier bin, muss ich mir da so ein Stück Kuchen holen. Der allergeilste ist ein Triple Chocolate Kuchen. Den gab es aber heute nicht, deswegen haben wir uns anderen gekauft. Susanne hat, was hattest du? Schokomousse. Genau, mit so einem Mousse. Und ich, meiner hieß irgendwie irgendwas mit Devil Choc. Nee, wie hieß denn das gleich? Irgendwas mit Devil und Chocolate und so. Ist jedenfalls auch so ein Schokokuchen mit Sojasahne gefüllt. Und ja, wir werden jetzt mal probieren. Die sind auch immer mega geil. Die sind auch echt mächtig, aber einfach super, super lecker. Was ist denn deiner? Mal schauen. Ah, ich glaube schon rein. Ah ja, stimmt. Genau, also das sind ja auch solche monströsen Stücken, die kosten 2,50 und hat hier so eine Schoko-Glasur obendrauf und richtig, das ist vor allen Dingen, könnt ihr das überhaupt sehen? Das ist ja so richtig dunkel-schwarzer Kuchenteig. Dunkel-schwarzer Kuchenteig? Also ich meine, der Schokoteig sieht schon fast schwarz aus, so schokoladig ist der und es ist auf jeden Fall mega geil. Ja, meiner hat halt hier so weiße Creme drin und Susanne ihre halt hier so braun. Ja, und am geilsten ist, wie gesagt, dieser Triple Chocolate, der ist mit dunkler, weißer und Vollmilchschokolade, also vegan. Und der ist einfach, da habe ich auch mal ein Bild bei Instagram gepostet. Ich blende euch das mal ein und das ist einfach, ich habe noch nie so einen geilen Schokokuchen gegessen. So, und wir probieren jetzt mal den. Den habe ich hier nämlich auch noch nie probiert. Schaut euch mal hier diese Creme an. Oh Mann, ja. Heute ist auch wieder so ein komisches Wetter. Es ist ständig bewölkt irgendwie. Es sieht immer aus wie Regen. Wir haben ja extra so einen riesen Regenschirm mitgeschleppt. Und jetzt kommt aber wieder die Sonne raus und irgendwie ist es schon wieder so schwül und warm. Und naja, ich probiere jetzt mal. Also meiner schmeckt auf jeden Fall mega schokoladig. Oh, der Hit, ey. Übelst geil. Ach so schokoladig. Susanne kriegt gleich wieder ihren Schokoladenorgasmus. Und bei dir ist auch das Mousse oben drauf. Ne? Bei mir ist hier wie so ein Kuvertüre-Überzug. Und wir waren gerade beim Waschbärgehege. Oh, der war so süß. Das war so ein dicker Waschbär. Und da war noch so ein, wie hieß der? Sowas, ein Mink. Ein Mink, sowas wie ein Frettchen war da mit drin. Das hüpfte da die ganze Zeit rum. Das war komplett schwarz und hatte hier am Kinn so einen kleinen weißen Fleck. Voll niedlich. Ja, ansonsten geht es mir echt ganz gut. Und ja, ist halt wieder gerade so, dass ich immer noch so, ich habe das schon mal erwähnt, dass ich mit meinem Kanal ein bisschen unzufrieden bin. Mir sind das alles zu viele Boxen-Videos und ich merke auch, dass euch das keinen Spaß mehr macht, weil ihr die Videos nicht gerne guckt, weil ihr wenig kommentiert, wenig bewertet und ich muss da auf jeden Fall umstellen. Ich stelle gerade mein Leben so ein bisschen um. Ich muss auch sagen, ich habe in den letzten 2 Jahren ungefähr ziemlich viel über mein Leben nachgedacht und beziehungsweise seit den letzten 3 Jahren hat sich auch meine innere Einstellung echt sehr geändert. Ich war zum Beispiel immer so, ich habe immer gesagt, dass ich überhaupt nicht verstehen kann, wie Leute ihr Geld für Urlaub ausgeben können und weil man hat ja hinterher davon nichts mehr und ich kaufe mir lieber Sachen, die ich dann lange habe und jetzt ist es genau andersrum. Ich fühle mich von den ganzen Dingen, die ich habe, erschlagen. Ich fühle mich so, als würden mich die Dinge besitzen und nicht ich sie. Und mittlerweile ist es so, ich würde viel lieber Geld für Urlaub und Reisen ausgeben, als für irgendwelchen Schnickschnack, der dann sowieso nur noch dumm bei mir rumliegt, Platz wegnimmt und Staub frisst. Und ich habe jetzt schon so ein bisschen angefangen auszusortieren, also nicht nur Kosmetik, sondern auch anderen Kram, der einfach nur rumsteht. Ich bin halt immer so jemand, ich finde immer so viele Sachen niedlich, wisst ihr, und ich muss mir immer so einen Haufen Zeug hinstellen, was ich niedlich finde. Aber im Grunde braucht man es halt nicht. Und ich denke dann immer so daran, an die Sachen, die mich eigentlich wirklich glücklich machen. Also es sind halt Freundschaften, das sind Menschen, die mir wichtig sind und so, mit denen ich halt gerne zusammen bin. Und dann denke ich so, okay, ist dir das jetzt wirklich wichtig, diese sinnlosen Sachen, die du da rumstehen hast? Eigentlich ist es doch gar nicht das, was dich glücklich macht. Und da ich jetzt schon so ein bisschen angefangen auszusortieren, auszumisten, also zu dem Kosmetik-Ausmisten kommt auf jeden Fall noch ein separates Video. Und ja, ich bin gerade so ein bisschen dabei, mein Leben zu überdenken quasi. Und mir geht einfach dieser ganze Konsum und Kommerz total auf den Zeiger. Ich gucke mir auch überhaupt, also ich gucke mir nur noch ganz, ganz wenig YouTube-Videos an, so in denen es um Hauls geht und
in diesen ganzen Schnickschnack, weil ich auch selber kaum noch was kaufe. Also wisst ihr, ich habe so selten jetzt in den letzten Monaten einen Haul hochgeladen. Also ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, außer den Koro-Haul, also so Lebensmittel und sowas. Aber so Kosmetik, ey, ich so super selten, dass ich gar nicht mehr weiß, wann der letzte war, ehrlich gesagt. Weil mich einfach mittlerweile ganz andere Dinge interessieren. Also ich denke viel mehr über Nachhaltigkeit nach, über nachhaltige Lebensweisen. Ich gucke ganz viele so Ernährungs-Food-Kanäle, aber auch so Minimalismus-Kanäle und Vegan-Kanäle und all sowas, weil ich mir einfach darüber so viele Gedanken immer mache und weil es halt so viele Dinge gibt, die irgendwie wichtiger sind im Leben als Kosmetik. Und ich war eigentlich auch noch nie so ein oberflächlicher Mensch und deswegen eigentlich passt es gar nicht zu mir, dass ich so einen reinen Kosmetikkanal oder sowas habe, weil mir Kosmetik eigentlich wirklich viel zu oberflächlich bin und ich bin gar nicht so eine Barbie und das wisst ihr ja eigentlich auch. Und im Grunde benutze ich sowieso immer nur dieselben Produkte. Und ja, ich weiß nicht. Mir ist auch so ein bisschen der Spaß an der Kosmetik vergangen, einfach durch den ganzen, der ganze Scheiß, der da immer drin ist. Aber darüber kommt nochmal mein Inhaltsstoffvideo, das ich jetzt unbedingt mal drehen will. Das wird aber ein bisschen anders sein, als ihr euch das vorstellt. Also ich werde jetzt nicht auf einzelne Inhaltsstoffe eingehen, sondern ich werde einfach generell mal was zu dem Thema sagen, wie ich darüber denke und so weiter. Und das wird dann wahrscheinlich auch jetzt so in den nächsten Tagen oder Wochen kommen. Und ja, wie gesagt, die Boxen, das wird mir irgendwie auch alles so oberflächlich. Also ich mag die Boxen total gerne. Also ich habe ja, also ich habe jetzt auf jeden Fall die Glossy-Box deabonniert und ich werde wahrscheinlich auch die Douglas-Box deabonnieren, weil ich einfach den ganzen Krimskrams nicht mehr brauche. Ich finde die Essensboxen immer noch total cool. Da lasse ich mir mal was einfallen, wie ich das für euch spannender gestalten kann. Weil dieses Auspacken scheint halt für euch echt öde zu sein. Und ja, ansonsten die Trendrader-Box finde ich auch super cool. Die Love-Beauty-Box natürlich sowieso, weil die Produkte vegan und meistens auch Naturkosmetik sind. Also das sind so die einzigen Produkte, die ich auch verwende. Ich will halt auch komplett auf Naturkosmetik umsteigen. Und ich will halt wirklich insoweit minimieren, dass ich halt von allen Produkten vielleicht noch 3 oder so habe. Und habe da jetzt auch schon krass damit angefangen. Also es wird nicht alles auf einmal weggehen und so, weil von ein paar Sachen kann man sich dann halt doch nicht trennen, weil man sie irgendwie schön findet. Aber im Endeffekt wird es dann vielleicht nächstes Jahr darauf hinauslaufen, weil ich mir dann sage, okay, du hast letztes Jahr angefangen auszumisten, jetzt ist wieder ein Jahr rum und du hast es wieder nicht benutzt, brauchst es einfach wirklich nicht. Und eigentlich so beim Ausmisten soll man ja auch die Regel befolgen und sich sagen und eigentlich alles rausschmeißen, was man seit mehr als 2 Jahren nicht benutzt hat oder sogar seit mehr als 1 Jahr nicht benutzt hat. Und davon gibt es bei mir einfach so viel, also wirklich so viel. Ich glaube, mein Zimmer besteht zu 80% aus Produkten, die ich seit 2 Jahren mit dem Arsch nicht angeguckt habe. Also nicht nur, was Kosmetik angeht, sondern alles Mögliche, was in Schubladen so rumgammelt und rumliegt. Es sind so viele Sachen dabei, die ich seit Jahren nicht mehr angefasst, angeguckt oder sonst was damit veranstaltet habe. Und deswegen, es nimmt alles nur Platz weg und es nimmt einem irgendwie, ich habe immer so das Gefühl, es nimmt einem so den Freiraum und den Raum zu denken und den Raum irgendwie sich selbst zu sein oder sich selbst zu verwirklichen. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch zurzeit total Lust, so Sachen auszuprobieren. Ich habe jetzt ein bisschen angefangen mit Malen. Ich hatte mir bei Nanunana so Leinwände geholt und hatte ein kleines Ostseebild gemalt. Das hatte ich auch auf Instagram gepostet. Das kann ich nochmal einblenden. Und ich will halt versuchen, mich so bei verschiedenen Sachen auszuprobieren, weil ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, das, was ich gerade so mache, reicht mir irgendwie nicht aus und das befriedigt mich irgendwie alles nicht so richtig. Und ja, aber es ist halt wirklich so, man hat einfach viel zu viel Schrott, den man überhaupt nicht braucht und überhaupt nicht benutzt. Und deswegen, ich weiß halt noch nicht, wie es halt auch mit meinem Kanal weitergeht. Weil wie gesagt, Kosmetik ist halt nicht mehr das, was mich hauptsächlich interessiert. Vielleicht beschränke ich mich einfach dann komplett auf meinem Kanal auf Naturkosmetik, was vielleicht auch den einen oder anderen von euch interessiert. Und meistens überlege ich auch so, ja, warum kauft man das eigentlich? Man kann die meisten Dinge selber machen. Peeling, da brauchst du auch im Grunde einfach nur Zucker und Olivenöl zusammenschütten. Fürs Gesicht kannst du auch im Grunde ein Olivenöl oder halt ein anderes Öl benutzen. Als Deo nimmst du ein bisschen Natron und weiß ich nicht, wisst ihr, eigentlich braucht man diesen ganzen Kram nicht. Man kann das meiste im Grunde selber machen aus 3 Produkten, die man sowieso zu Hause hat. Deswegen ist es eigentlich so sinnlos, dass wir uns alles so verführen lassen von der Kosmetikindustrie und einfach so viel Zeug kaufen, obwohl es überhaupt nicht notwendig ist. Naja, aber ich kenne das ja. Ich bin ja auch so ein Verpackungsopfer und genau das muss ich halt auch abstellen. Einfach nur immer sinnlos und wahllos Verpackungen zu kaufen, nur weil ich sie schön finde. Es ist einfach nur schwachsinnig. Und ja, wie gesagt, bei mir findet da gerade so ein krasses Umdenken im Kopf statt und ja. Darüber kommt aber, wie gesagt, nochmal ein separates Video. Und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen Kuchen essen und dann werden wir mal noch weitergehen. Ich hoffe, die Elche sind heute da. Hier gibt es nämlich auch Elche und die sind übelst süß und die zeige ich euch dann mal, wenn die rauskommen oder wenn die draußen sind. Dort hinten liegt ein kleines Rehkitz. Ihr könnt es nicht sehen. Ich kann euch leider nicht ranzoomen. Oh, ist das doof. Nee, richtig sehen könnt ihr das, glaube ich, nicht.
Aber da, dieser kleine orangene Fleck, ist ein kleines Bambi. Oh, das schläft und ist gar keine Mutti in Sicht. Nirgendwo eine Mama zu sehen. Oh. Und Susanne hat gerade noch gesagt, sie hat noch nie einen Rehkitz gesehen. Und jetzt liegt sie hier und schläft. Ich hätte es gar nicht gesehen. Susanne hat es gerade entdeckt und meinte, oh, dort liegt ein Rehkitz. Oh, wie süß. Wir sind noch gerade beim Fuchs vorbeigegangen, aber der sieht wirklich sehr, sehr traurig und einsam aus. Aber die hier, die Rehe, die haben immer so ein riesiges Gatter, weißt du, und die Füchse und die Eulen und so, die haben dann nur so ein kleines Gehege. Das finde ich auch immer voll scheiße. Da ist der Elch. Ist er nicht süß? Ja, du bist süß. Ah, hier sind wieder diese scheiß Gitter, da kann man immer nicht so gut filmen. Der vergnügt sich hier gerade mit seinem schönen Kunstgeweih, das er frisst. Hallo Elch. Möp. Eichelblätter oder Eichelzweige sind das, glaube ich. Und dort hinten liegt auch noch einer, der ist aber quasi im Außengehege. Die haben da noch so ein großes, großes, großes Waldstück, wo die raus können quasi. Das ist aber einer mit Geweih, also ein Männchen. Und das hier ist, glaube ich, eine Elchkuh. Hallo! Ihr lustigen Schweine! Ha? Ich habe leider keine Eicheln dabei. Ist noch keine Eichelzeit. Ihr seid so süß. Ich liebe Wildschweine. Ja, sucht mal was. Da hinten kommt noch eins. Ich hätte auch so super gerne ein Schweinchen. Ich finde das so cool. Die von meinem Papa, der Chef, die haben auch so ein Hausschwein quasi. Das haben die irgendwie zum Hochzeitstag oder weiß ich gar nicht, irgendwas geschenkt bekommen. Und das hat, meine Eltern waren letztens dort und haben so Fotos gemacht. Das ist jetzt halt schon so voll groß und läuft da mal über den Hof und so und spielt mit dem Hund. Und ah, es ist so cool. Ich hätte gerne ein Hausschwein und eine Ziege. Und ach, ich liebe das einfach. Ich liebe Tiere. Die sind so süß, die Schweine. Und wir hatten auch mal 3 Schweine. Wir hatten mal, also bei uns in der alten Gärtnerei, hatten wir halt mal Schweine gehabt, so 3 Stück. Die waren halt so eine Mischung aus Sattelschwein, Hausschwein und Wildschwein. Die hatten so rostrote Haare. Wenn ich ein Foto finde, blende ich das mal ein. Die waren auch super süß. Die konnte man, die haben es total gemocht, wenn man die so mit dem Besen geschrubbt hat und so. Und ja, die waren aber halt auch zum Schlachten. Also die hatte mein Papa dann irgendwann schlachten lassen. Aber die hatten zumindest ein sehr schönes Leben bei uns. Und die waren auch super süß. Und wir durften ihnen eigentlich auch keine Namen geben, weil die halt geschlachtet werden sollten, aber wir hatten ihnen trotzdem Namen gegeben. Und oh, die waren so süß. Und Schweine sind auch echt super intelligent. Also das sollte man nicht unterschätzen. Und ja, wie gesagt, schon deswegen kann ich irgendwie kein Fleisch mehr essen, weil ich Tiere einfach so liebe und Tiere so toll finde. Und die haben alle so einen eigenen Charakter. Und das ist irgendwie so traurig, wenn man denen Leid zufügt. Und ja. Nee, aber die Wildschweine, die haben es hier echt gut. Also die haben hier echt wirklich sehr, sehr riesige Gehege im Gegensatz zu dem Fuchs und zu den Eulen, die halt wirklich in so kleinen Käfigen hausen. Das ist halt echt doof. Aber der Wildpark kostet halt auch keinen Eintritt und wird im Grunde nur durch Spendengelder finanziert. Und deswegen ist es natürlich auch super schwierig, hier was auszubauen. Ich meine, der Leipziger Zoo, der wird halt immer ausgebaut, aber ich meine, da steigen auch immer die Eintrittspreise. Ich weiß gar nicht, wie viel da jetzt ein Erwachsenenticket kostet. Bestimmt 17 Euro. Oh mein Gott, Ferkel! Das sind kleine noch. Oh. Süß, hört ihr das, wie die quietschen? Oh mein Gott. Guck mal, die klettern da durch den Zaun durch. Die haben sich da eine. Die gehen einfach unter dem Ding durch da. Die haben sich eine Kuhle gebaut. Das ist ja geil. Wie du sagst, sind intelligent. Ja, Schweine sind super intelligent. Denen ist diese Absperrung hier scheißegal. Die buddeln einfach und machen sich das mit ihrem Rüssel zurecht und gehen da unten durch. Oh, wie das gerade gequietscht hat, das war ja ultra niedlich. Da gehen sie ihrer Wege. Zack, 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 sind sie wieder weg. Ja, die sind super flink. Nein, jedenfalls, ich weiß gar nicht mehr, was ich gerade sagen wollte, bevor diese kleinen Ferkelchen kamen. Ich weiß es nicht mehr. Naja. Ach ja, ich habe gesagt, genau, dass die Wildschweine hier echt ein Riesengehege. Ach nee, ich habe gesagt, dass der Zoo mittlerweile, ja, ich glaube, 17 Euro Eintritt oder so kostet für Erwachsene. Und davon kann man natürlich auch gut so neue Bauten und sowas finanzieren. Aber der Wildpark ist halt kostenlos und hier gibt es halt so Spendenboxen und die leben halt von Spenden und halt so von Tierpatenschaften. Und dadurch kann man ja natürlich nicht alles erneuern. Wollen wir hier noch gerade ausgehen? Vielleicht sehen wir noch ein paar. Und ja, da ist es halt echt schwierig, aber manche Tiere tun mir halt echt voll leid, weil die halt super wenig Platz haben. Schaut mal, dadurch, dass es gestern so krass geregnet hat, haben die Schweine jetzt hier natürlich das perfekte Territorium. Alles voller Matsch und Wasser, die fühlen sich ja, glaube ich, sauwohl. Die sind hier schon wieder durch das Gehege gekrabbelt. Na du, hallo.
Na, du kleines Kerlchen. Ja, du bist fotogen, ne? Na, du? Oh Gott, ihr seid so süß. Ihr seid richtig niedlich. Darf ich eins von euch mit nach Hause nehmen? Oder zwei? Damit ihr was zum Spielen habt? Da drüben liegen auch noch welche. Schaut mal, die sind hier durch diesen grünen Zaun, sind die wieder irgendwie unten durch und sind jetzt hier. Also hier ist halt nochmal ein Zaun quasi, hier dieser. Und sind jetzt aber hier in diesem Zwischenraum. Und machen sich hier bequem. Und die haben sich hier nämlich eine Rallye gerade geliefert und rennen hier mal außen lang. Und das ist es halt auch so, was mich total zum Nachdenken angeregt hat. Also ich esse ja jetzt seit ungefähr Januar kein Fleisch mehr. Also ich glaube, mein letztes richtiges Fleisch habe ich im Dezember gegessen. Das war die Weihnachtsgans, diese Bio-Weihnachtsgans, die wir hatten. Und seitdem habe ich eigentlich nicht mehr so Fleisch gegessen. Also außer mal Fisch. Aber das war jetzt auch nicht so häufig. Aber es ist halt so, weißt du, ich denke halt immer so, warum soll ich das Schwein essen, was in irgendeiner Massentierhaltungsanlage war? Und aber das Schwein hier total süß finden. Also wisst ihr, was ist denn jetzt anders an dem Schwein, was auf meinem Teller liegen würde? Das war genauso intelligent, es war genauso süß. Und es tut mir einfach so leid und es tut mir so weh, so ein Tier leiden zu sehen oder ihm weh zu tun oder sonst irgendwas. Deswegen, weiß ich nicht, ich kann irgendwie gar kein Fleisch mehr essen, weil ich halt immer das Tier vor Augen habe. Und jedes Tier irgendwie so wertvoll und intelligent ist und so einen eigenen Charakter hat. Und ich finde es auch irgendwie heuchlerisch, zu Hause sein Haustier auf dem Schoß sitzen zu haben und im Gegenzug dazu ein anderes Tier auf seinem Teller, was aber genauso liebevoll und intelligent war, weißt du, wie vielleicht die Katze oder der Hund, den man zu Hause hat. Oder eine Kuh ist auch, also wir haben so Kühe bei uns nebenan und die sind auch so lieb, weißt du, die lecken dir die Hand ab, legen die Zunge um deine Hand und so. Und wieso soll ich sowas dann auf meinem Teller haben? Und ich weiß nicht. Mir ist irgendwie, ich vermisse Fleisch auch überhaupt nicht, weil ich einfach die Tiere viel schöner und wertvoller finde, lebendig als tot quasi. Es klingt total pathetisch, aber es ist irgendwie so. Und ich weiß nicht, ich liebe Tiere einfach viel zu sehr und ich frage mich, warum ich nicht schon seit viel längerer Zeit mit Fleisch aufgehört habe, weil es natürlich immer schwierig ist, wenn man zu Hause wohnt, wenn man es vorgesetzt bekommt und es ist natürlich einfach irgendwie einfacher, einfach mitzuessen, wenn die Eltern kochen, als dann nochmal selber anzufangen. Oh, schaut mal hier. Na du kleine Maus, wo bist du denn? Ich hab dich gar nicht drauf. Ach, da. Kannst du ein Selfie machen? Ein Schweine-Selfie. Genau. Ja, aber ich finde Tiere so, so toll. Und die sind wirklich, die haben alle so einen eigenen Charakter. Und jedes Tier hat einen anderen Charakter. Und ach, ich liebe die einfach so sehr. Und ich finde es einfach heuchlerisch, die dann irgendwie zu essen, wenn man zu Hause sein anderes Tier auf dem Schoß sitzen hat und streichelt. Und wir empören uns ja auch, wenn irgendwie die Asiaten oder so Hund und Katze essen, obwohl es bei denen normal ist. Und die Inder finden es total krank, dass wir halt Rind essen, wisst ihr. Aber im Grunde ist es halt alles krank. Ich weiß nicht, totes Tier zu essen ist irgendwie, finde ich nicht mehr gut. Muss halt jeder für sich selber wissen, aber ich kann es halt nicht mehr, weil ich diese Lebewesen einfach viel zu sehr mag quasi. Und schaut mal, gerade an sowas sieht man doch auch, dass Tiere nicht so viel anders sind als Menschen. Die haben genauso eine Seele und ein Herz, die kuscheln, die haben sich lieb. Das ist so menschlich. Und das hier ist total platt, weil es so schwül ist. Grund, Grund, Grund. Oh, das ist so süß, wie die hier kuscheln. Vor allen Dingen so Kopf an Arsch quasi. So wie Yin und Yang. Ja, ja, ja. Sag mal deine Meinung. Ach Gott, sind die süß. Ich könnte den ganzen Tag hier sitzen und die Tiere angucken. Und ich finde so, die Schweine, zumindest die Wildschweine, haben auch so voll sanfte Augen. Die sehen echt so total lieb eigentlich aus. Grunz, Grunz. Der macht einen Lärm, der kleine Kerl. Oh. Guck mal, wie elegant es die Pfoten jetzt übereinander gelegt hat. Du bist ein elegantes Schweinchen, hm? Prost für dich. Ja. So ein elegantes Schweinchen bist du. Das ist berühmt im Internet. Voll süß. Das hat echt übelst sanfte Augen, oder? Mhm. So total zärtlich irgendwie. Wie gesagt, dieses Hausschwein ist auch so cool, dass da die Kollegen von meinem Papa haben. Guck mal, da macht es durch. Guck mal, das geht bestimmt jetzt daher. Guck. Da haben sie sich nämlich wieder freigebuddelt. Da kommen die durch, ey. Die sind so schlau. Denen war ihr Territorium nicht genug. Da wird es halt erweitert, ganz einfach. Ist ja ganz klar. Würde ich auch so machen. Oh, schaut euch das mal an. Hier ist eine richtige Sauerei und Pampe. Da fühlen sich die Schweine richtig wohl. So bis zu den Kniekehlen im Matsch zu stehen. Ne? Das ist toll. Ja, alles verschlammt. So eine richtige schöne Schlammpackung. Und schön mit der Nase im Dreck wühlen. Ach, das ist was Tolles.
Hier kann man die auch besser filmen, weil hier nicht dieses Gitter davor ist. Na du Schweini. Hallo. Na du? Voll gechillt. Ach stimmt. Ach Gott, das ist ja total erschlagen drin. Total erschlagen. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Aber so richtig was zu essen finden die da drin nicht, oder? In dem Schlamm. Sieht nicht so ertragreich aus, muss ich sagen. Dass sie da Luft holen können, nicht immer den ganzen Schlamm einatmen, ist auch krass. Guck mal, da ist wieder eins durchgerannt. Da kommt es angewackelt. Wie Schweinchen Babe. Patsch, patsch, patsch. Durch den hohen Schlamm. Oh, ist das niedlich, ey. Ich könnte ausrasten. Das ist so süß. Das wird ein reiner Schweinevlog. Nehme ich als Überschrift, totale Schweinerei. Wir essen jetzt gerade hier ultra leckeres Handbrot. Das ist hier so ein gefülltes Brot. Bei mir ist es gefüllt mit Käse und Champignons. Und da ist so Sauerrahm drauf und Schnittlauch. Und Susanne hat, was war's? Erdnusshühnchen. Erdnusshühnchen. Oh, das ist mega lecker. Ich wusste gar nicht, dass es jetzt hier auch einen Laden gibt, weil ich kenne das immer nur vom Weihnachtsmarkt und von irgendwelchen so Herbstmärkten und sowas und Mittelaltermärkten. Und ich wusste nicht, dass es hier direkt einen Laden gibt in der Nikolaistraße, aber das ist wirklich unglaublich lecker. Wir waren übrigens auch gerade noch bei Veganz. Das ist auch so ein Bio, also nicht ein Bioladen, sondern ein veganer Supermarkt. Da war ich jetzt zum ersten Mal und da haben wir uns jetzt Zucker gekauft. Das kennt ihr vielleicht schon, das benutzen mittlerweile übelst viele. Das ist aus Xylit, also Birkenzucker. Da gibt es aber noch einen Unterschied. Es gibt noch diesen Basic. Der Basic kommt aus China und ist irgendwie aus Mais gemacht. Und dieser Light-Zucker ist halt synthetisch hergestellt, was ich nicht gut finde. Und der Premium kommt halt aus Finnland, aus... Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft, FSC zertifiziert. Genau. Und das finde ich halt gut. Also es ist wirklich aus Holz gewonnen, dieser Zucker. Und wie gesagt, aus zertifizierter Holzwirtschaft, was halt für mich besser ist als irgendein Zucker aus China, der aus Mais dann hergestellt wird. Da steht zwar auch gentechnikfrei, aber alles, was so China ist, da bin ich immer ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich den jetzt gekauft. Das ist eine 1-Kilo-Dose, die kostet 15,99 €. Aber ich will das halt nur so zum Kaffeesüßen und so. Und Xylit ist halt... sehr gut gegen Karies quasi. Man kann das auch direkt zum Zähneputzen nehmen. Also einfach Xylit auf die Zahnbürste machen, beziehungsweise einfach die Zahnbürste reintauchen und dann mit Xylit die Zähne putzen. Und halt normal zum Süßen. Es wird halt sehr langsam aufgenommen, beziehungsweise lässt den Blutzuckerspiegel sehr, sehr langsam ansteigen, was halt sehr gut ist und dadurch auch für Diabetiker geeignet und so weiter. Ist halt wirklich eine gesunde Alternative zu Zucker. Wollte ich schon immer mal ausprobieren, aber ich hatte irgendwie mal keinen Bock, das bei Amazon zu bestellen. Und jetzt gab es es halt im Veganz und dann haben wir es jetzt mitgenommen. Ja, und wir haben halt auch gerade mal so überlegt, klar, ein Kilo Zucker kostet, also ein Haushaltszucker kostet ja irgendwie 79 Cent oder so, wisst ihr, aber wir sind halt, oder ich bin halt mittlerweile so bei dem Standpunkt, dass ich lieber mehr Geld in gute Lebensmittel investiere, weil die heißen ja nicht umsonst Lebensmittel, sie halten uns am Leben und sie sorgen dafür, dass unser Körper gut funktioniert, deswegen gucke ich halt mittlerweile auch echt auf Qualität, kaufe viel Bio-Sachen und so und spare dann halt an anderen Ecken ein, weil ich halt nicht mehr so der Meinung bin, billig will ich sozusagen, sondern weil ich halt wirklich denke, dass das, was man seinem Körper zuführt, einem auch der Körper wieder zurückgibt sozusagen. Und ja, ist zwar teurer im Bioladen zum Beispiel einkaufen zu gehen, aber erstens hat Qualität seinen Preis und zweitens wirkt sich halt auch wirklich auf so die Lebensumstände aus, finde ich. Also wenn man sich scheiße ernährt, dann merkt man das auch und einem geht es auch scheiße, man ist demotiviert, man hat viel schwärzere Gedanken. Ich habe das seit meiner Ernährungsumstellung ja auch total gemerkt, dass es mir viel besser geht. Ich bin viel motivierter, ich bin viel freudiger. Ich habe nicht mehr diese schwarzen Löcher, die ich oft hatte. Und ja, weiß ich nicht. Das ist halt mittlerweile so meine Meinung. Lebensmittel heißen halt, wie gesagt, nicht umsonst so. Und ja, also wir wollen den mal ausprobieren und sind gespannt. Du hast ja noch die... Susanne hat sich noch... Da gibt es so Schokotrops davon. Die hat sie sich noch mitgenommen. Willst du die eigentlich zum Backen benutzen? Oder? Nee, ich glaube eher, weil ich so ein Süßzahn zum So-Essen. Hier. Das sind halt Schokotrops mit 72% Kakao und Xylit quasi. Mhm. Und die kann man quasi auch so über Eis drüber machen. Und was also steht als hier noch? Topping beim Müsli oder Porridge. Im Gebäck in Eis oder pur genießen steht hier. Genau, Kakaomasse, Süßungsmittel Xylit, Kakaobutter und Sonnenblumenlecithin. Bei Xylit ist es so, es kann halt bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Man muss halt den Körper langsam an Xylit gewöhnen und dann dürfte das aber
gut funktioniert. Ja, wir gehen jetzt gleich noch ein bisschen weiter. Und genau, ich wollte noch zu Lush. Ich habe nämlich so 5 leere Pötte, die will ich noch gegen eine Gesichtsmaske umtauschen, weil die liegen schon 100 Jahre bei mir zu Hause rum und ich will die endlich mal loswerden. Und ja, das erstmal soweit. So gut. Bis dann. So, ich bin gerade wieder zu Hause angekommen. Ich bin total knülle. Wir waren jetzt irgendwie 8 Stunden unterwegs und der Seppel versucht sich gerade hier auf meinem Schoß zu platzieren. Dreht sich wieder 50 Mal im Kreis, bis er eine Liegeposition gefunden hat. Der rutscht hier auf meiner Hose immer ab. Ja, leg dich doch mal hin, Seppel. Guck mal, da. Mein Hase. Durch das Fischei ist er total breit gezogen. Kamera. Ja, jedenfalls bin ich echt knülle. Wir waren ja noch Handbrot essen, waren noch im Vegans, wie gesagt. Und dann habe ich noch, ja, ich weiß, geht schon wieder ein bisschen gegen mein Konsumverbot und so, aber es war zumindest kostenlos. Ich war nämlich bei Lush und habe 6 leere Verpackungen eingetauscht gegen eine Gesichtsmaske. Das ist die Catastrophe Cosmetic, die mit den Blaubeeren. Habe ich kostenlos bekommen. Und dann war ich bei MAC und habe endlich mal Back to MAC gemacht. Ich habe schon seit 4 Jahren irgendwelche leeren Verpackungen. Jetzt hatte ich endlich mal 6 zusammen. Also ich kaufe ja bei MAC nie was Original. Ich hatte mir da immer mal was erkreiselt oder günstig bei eBay geschossen und hatte da jetzt halt irgendwie leere Verpackungen da. Und habe mir halt einen MAC-Lippenstift ausgesucht. Und zwar ist das Flamingo mit Lustre Finish. Also ein ganz leichtes Finish. Oh, ich sehe aus mit dem Fischei. Ich muss dann, glaube ich, mal ranzoomen. So, ich habe jetzt mal rangezoomt, weil durch das Fischei, also durch das Objektiv hier, ist es dann so sehr verzerrt. Und so ist, glaube ich, ein bisschen besser. Jedenfalls habe ich bei Back to MAC mir diesen Lippenstift ausgesucht. Das ist der Flamingo mit Lustre Finish. Das ist halt so ein, upsala, eher so ein schierer Ton in so einem schönen Korall. Ich habe den noch gerade auf den Lippen. Fühlt sich halt sehr pflegend an und ist nicht so krass farbig. Ich mag nicht mehr so krass farbige Lippenstifte, weil mich das halt nervt, weil ich dann immer gucken muss, ob mir irgendwas an den Lippen hängt. Oder bei mir sind dann immer so eingetrocknete Ränder, die sich absetzen. Das habe ich halt ganz oft das Problem. Deswegen trage ich eigentlich am liebsten Nude oder eben solche relativ schieren Töne. Und der ist halt trotzdem irgendwie ein bisschen farbig und sommerlich. Und ja, MAC ist jetzt natürlich auch nicht die beste Marke, so was Tierversuche und so angeht. Aber ich kaufe ja auch nichts bei MAC, beziehungsweise nicht mehr. Und den habe ich jetzt halt kostenlos bekommen durch die leeren Verpackungen, die ich halt jetzt schon seit 4 Jahren oder so sammle. Und ja, das sind die einzigen beiden Produkte, die ich jetzt heute in der Stadt mitgenommen habe. Und ja, ansonsten habe ich nichts gekauft, außer eben den Xylitzucker sozusagen, den Zucker. Und ja, jetzt bin ich zu Hause. Mit Seppel auf dem Schoß. Guck mal, Seppel. Jetzt siehst du nicht mehr so verzerrt aus. Guck nicht so krummelig. Du guckst wie so ein Grumpy Cat. Bist doch gar nicht krummelig, hm? Bist doch gar nicht so krummelig. Nein, ist er nicht. Bist du eigentlich ein Lieber, hm? Ja, da. Du bist ein Lieber. Hm. Kleine Minzekatze. Meine kleine Minzekatze. Hm. Mau, 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 mau. Ja, ich muss dann gleich noch ein Editorial schreiben und danach werde ich auch gleich mal noch den Vlog schneiden. Und ja, danach werde ich wahrscheinlich tot ins Bett fallen, weil wir sind heute auch schon irgendwie 8.15 Uhr oder so aufgestanden und dann waren wir jetzt halt echt den ganzen Tag unterwegs und es war schon ganz schön anstrengend. Ja, Seppel, leckt mir wieder die Finger ab. Mein Hase. Schleck, schleck, schleck. Ja. Lecker. Ja, fein. Was machst du denn? Oh, vielleicht riecht ja noch das Wildschwein. Das habe ich nämlich dann, dieses kleine Ferkel, das hat seine Nase durch den Zaun dann gesteckt und habe ich es gestreichelt. Vielleicht riecht er das. Ich weiß es nicht. Naja. Oh, von dieser Perspektive kann man so in die Nasenlöcher gucken. Cool, oder? Du? Schnuffi? Du guckst wie so ein gefährlicher Löwe. Und jetzt? Was wird das jetzt? Was wird das jetzt? Drehen? Klatsch. Ja, drehen wir uns mal. Mein Arm sieht hier in dieser Perspektive total lang aus. Er ist gar nicht so lang eigentlich. Achso, jetzt leckt er meinen Arm ab. Okay. Schmeckt's? Mmh, lecker. Boah, Seppel hat eine echt kratzige Zunge. Das tut bei Katzen dann irgendwann echt weh, wenn die einen die ganze Zeit abschlecken. Naja, jo, das war's jetzt eigentlich zu diesem Vlog. Ich glaube, ich habe jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Ich bleibe jetzt noch ein bisschen auf der Terrasse und ja, lass den Tag ausklingen. Kraul Seppel noch ein bisschen das Fell, schreibt dann noch das Editorial und schneidet dann noch den Vlog, wenn ich es noch schaffe und nicht schon tot umfalle. Und dann gehe ich echt ins Bett. Eigentlich wollte ich heute noch Pitch Perfect gucken, aber dazu bin ich dann echt nicht mehr in der Lage, glaube ich.
Das muss ich dann auf morgen oder so verschieben. Und ja, das war's. Hey, oh, Seppel, der beißt doch mal. Ich habe ja hier meine Edelsteinkette und damit will Seppel immer spielen. Er beißt da immer rein. Du bist ein Sack. Hier, die magst du, ne? Die magst du. Auch immer, wenn ich Ringe um habe, er beißt mir auch immer in die Ringe. Hm? Alter Spinner. Hey, das ist meine. Au. Das ist so ein Trottel. Hey, was machst du denn? Was machst du denn? Du bist ein alter Trottel. Und er beißt mir auch immer in den Finger. Er macht immer diesen Liebesbiss, den Kater normalerweise machen. Da habe ich mich das erste Mal total erschrocken gehabt und hatte den Finger so ganz schnell weggezogen. Dann hat er sich wahrscheinlich erschrocken und mich daraufhin gekratzt. Und seitdem lasse ich meinen Finger mal einfach dort, weil ich immer weiß, dass er so ganz zärtlich reinbeißt. Und das macht er echt immer gerne. Naja, er scheint doch gerade verkuschelt zu sein. Gerade als ich gekommen bin mit dem Auto, er hat mich scheinbar gehört, kam er sofort vor, also bei uns an die Haustür, dort wo ich war, also von der Terrasse aus, er war wahrscheinlich hier hinten, kam gleich vor, hat mich begrüßt und hat mich dann quasi hier hintergeleitet, wie so ein Bodyguard. Total niedlich. Naja, manchmal ein bisschen anhänglich und hört auch oft auf seinen Namen, außer wenn er gerade mal nicht will, wie Katzen eben so sind. So, Seppi, sagst du Tschüss? Sagst du Tschüss? Hm? Hey, was wird das? Was wird das? Hm? Ja, sagt Tschüss. Ja, da ist die Kamera. Guck mal hier. Seppel hier. Guck mal. Tschüssi. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen und ich freue mich natürlich über eine Bewertung und Kommentare und Seppel sticht mir gerade seine Krallen in den Arm. Und ja, ich wünsche euch dann noch einen ganz schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und wir sehen uns. Bis dann.